Modesta Ward hat zwischen 1999 und 1998 in Mérida, meine Heimatstadt, gelebt. Und sie hatte Kontakt zu den Musikern dort. Sie hat an der Musikschule gearbeitet, wo ich als Kind war. Und in diesen 8 Jahren hat sie viel in Bezug auf die Chormusik dort in der Stadt getan. Und wir haben einige von ihren Chorwerken im Chor gesungen. Und also ich erinnere, dass sie zumindest ein paar Mal also unsere Proben besucht hat. Und später habe ich einmal zusammen mit meinem Vater, also wir waren bei einer Art Jamming und sie war da und dann habe ich sie zum ersten Mal so richtig kennengelernt, kurz vor ihrem Tod. Aber ich habe tatsächlich Modesta Ward mehr durch ihre Musik kennengelernt. Also ich habe in Unichor viele von ihren Chorwerken mitgesungen und später, als ich auch Chorleitung studiert habe, habe ich auch einige von ihren Stücken dirigiert. Und besonders in den letzten Jahren, zum Beispiel in 2014, als ich in Köln studiert habe, dann habe ich mein Abschlusskonzert hauptsächlich über ihre Musik aufgeführt. Und immer wieder komme ich dazu, zu realisieren oder zu sehen, dass diese Musik mir sehr, sehr nah am Herzen liegt. Gut, also wie erwähnt, in 2014 hatte ich schon ihre Musik hier in Deutschland im Rahmen meines Abschlusskonzerts vorgestellt. Und dann blieb immer in der Luft diese Intention, irgendwann ihre Musik mehr oder weniger hier zu veröffentlichen, also vorzustellen, dass auch meine Kommilitoninnen und Kommilitonen diese Musik begegnen könnten. Das war für mich irgendwie wichtig. Also sagen wir so, ich habe in den letzten 9 Jahren unglaublich viel über europäische Musik gelernt und dafür bin ich sehr dankbar, aber irgendwie wollte ich irgendwie auch einen Beitrag geben und mit Freunden, Kommilitonen und Kollegen auch diese Musik, die für mich so wichtig ist, auch mit musizieren zu dürfen. Und jetzt in der Pandemie haben sich zeitliche Räume und finanzielle Ressourcen ergeben, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Ihre Musik ist die Summe aus vielen Einflüssen. Sie hat zuerst bei Vicente Emilio Sojo studiert und sie hat all dieser Erbe aus der nationalistischen Kompositionsschule Venezuelas bekommen. Und dann hatte sie die Möglichkeit, in die Sowjetische Union zu gehen und dort bei Khachaturian zu studieren. Und in diesen 2 Jahren hat sie den Kontakt zu diesen Tendenzen, was dort zur Zeit vorhanden waren. Und sowohl Sojo als auch Khachaturian hatten Kontakt zu traditionellen und zu folkloristischen Musik gehabt. Und das hat Modesta auch echt immer wieder in ihren Kompositionen gezeigt. Nichtsdestotrotz findet man auch dort viele, viele Elemente von Bach-Musik. Also sie hat Bach vor allem geliebt. Sie war selber Pianistin. Leider hat sie mit 24 Jahren so eine Krankheit gehabt und eine Selbstimmunkrankheit und ab einem gewissen Punkt konnte sie nicht mehr spielen. Aber sie hatte in der Zeit von ihrem Klavierstudium viel, viel Kontakt zu der Musik von Bach gehabt. Und in der Zeit in Moskau hat sie selbstverständlich also einen direkten Kontakt zu der Musik von Khachaturian gehabt. Und ich gehe davon aus, also auch zu der Musik von Schostakowitsch oder von Prokofiev gehabt. Und das kann man immer wieder merken. Und aus diesen verschiedenen Einflüssen hat sie eine eigene, sozusagen eine eigenartige und auch einzigartige Sprache entwickelt. Es gibt ja schon manche Merkmale, ich würde sagen Leitmotiv in ihrer Musik, die immer wieder kommen.
man hören, was sie will. Sie nimmt ja schon die leere Seite der Gitarre und stellt das in Klang. Und man kann sagen, okay, das passiert, weil das Stück Gitarre heißt und das kommt sehr plakativ. Immerhin hat sie das auch in anderen Stücken genutzt. Zum Beispiel in einigen von ihren Chorwerken. Para mi corazón basta tu pecho. Wieder und sogar in einigen von ihren atonalen Kompositionen, sagen wir so, wie in den ersten Satz von Manchas Sonoras, in Planos de Luz, stellt auch nochmal dieses Akkord. Ne? Immer mit diesen Elementen. Und das ist sehr charakteristisch von ihr.